Heute für euch die verborgenen Bedeutungen der Zauberfarben von den Zaubersprüchen in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werde ich ein Thema ansprechen und besprechen, welches ich öfter in den Kommentaren gesehen habe und daher ein Video dazu machen wollte. Heute möchte ich diesem Thema gerecht werden, indem wir uns der visuellen Komponente von Zaubersprüchen widmen. Legen wir direkt los. In der Welt der Zauberer existieren vielfältige Zaubersprüche und Beschwörungen, doch eines steht fest: Die Farbe eines Zaubers zieht stets große Aufmerksamkeit auf sich. Voldemorts Avada Kedavra würde ohne den gespenstisch-grünen Lichtstrahl, der aus seinem Zauberstab strahlt, nicht dasselbe bewirken. Genauso wenig wie Harrys leuchtender Expelliarmus, der rot ist. Doch worüber ich heute sprechen möchte, ist die Bedeutung dieser verschiedenen Zauberspruchfarben. Sind sie willkürlich gewählt oder können wir eine Verbindung zwischen den Farben des Zaubers und seiner Art herstellen? Welche Symbolik verbirgt sich hinter den Farben der Zaubersprüche? Die naheliegendste und einfachste Antwort auf diese bislang relativ unbeantwortete Frage lautet wie folgt: Grüne Zaubersprüche gelten von Natur aus als dunkel, rote Zaubersprüche hingegen als mächtig und weiße Zaubersprüche werden als rein, gut und passiv betrachtet, um nur einige Beispiele zu nennen. Grundsätzlich stimme ich diesen Ansichten weitestgehend zu. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass hinter den Farben der Zaubersprüche viel mehr steckt und ich möchte diese verschiedenen Schichten durchdringen, um herauszufinden, was diese Farben tatsächlich bedeuten. Beginnen wir damit, einige gängige Farben in Bezug auf Zaubersprüche näher zu betrachten. Grün wurde im Verlauf der Geschichte oft als eine Art übernatürliche Verbindung angesehen. Es wird ebenso häufig mit dunkler Magie assoziiert und ist zufällig die gleiche Farbe wie das Haus Slytherin, welches wegen seiner Verbindung zu dunklen Hexen und Zauberern einen sehr schlechten Ruf hat. Ist das Zufall? Der Tötungsfluch selbst ist in der Tat grün, was zweifellos eine der düstersten und unheimlichsten Farben ist. Diese Verbindung zwischen Grün und dem Bösen ist daher durchaus nachvollziehbar. Des Weiteren sind Zaubersprüche, die mit der Absicht des Todes oder des Leidens ausgesprochen werden, nahezu immer von grüner Farbe. Es ist wichtig zu beachten, dass Grün je nach dem genauen Grünton variieren kann, aber bei einem breiten Spektrum von Grüntönen lässt sich oft auf Giftigkeit, Krankheit, Eifersucht und gegebenenfalls auch auf Neid schließen. Einige Beispiele für Zaubersprüche, die ich als typisch grün bezeichnen würde, sind zum Beispiel Avada Kedavra, der tödliche Fluch, der sein Opfer tötet, Imperius, der sein Opfer vollständig unter die Kontrolle des Zaubernden bringt, und Morsmord, er beschwört ein riesiges, unheimliches Abbild des dunklen Mahls der Todesser. Im Gegensatz dazu wird Rot im Allgemeinen als Symbol für Energie, Leidenschaft und Feuer angesehen. Rot zusammen mit Gold repräsentiert das Haus Gryffindor und entspricht dem Element Feuer. Rote Zaubersprüche sind oft mächtig und haben das Potenzial, zerstörerisch zu sein, ähnlich wie grüne Zaubersprüche. Allerdings sind sie nicht zwangsläufig böse oder finster, sondern werden eher defensiv als offensiv eingesetzt. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht auch offensiv eingesetzt werden können, wenn es der Zaubernde wünscht. Diese Zauber werden jedoch seltener verwendet, um einen Feind zu töten oder ihm Schaden zuzufügen. Ein typischer Zauberspruch von Harry, Expelliarmus, erweist sich als äußerst nützlich für ihn. Obwohl er ziemlich mächtig ist, vermittelt er nicht das gleiche Gefühl der Dunkelheit, das wir bei einer Reihe offensiver grüner Zaubersprüche wahrnehmen. Es scheint, als ob er mit guten Absichten angewendet wird. Rot trägt oft eine unausgesprochene, aber scheinbar implizierte Botschaft von Wärme, Komfort und Sicherheit in sich. Einige Beispiele für Zaubersprüche, die ich als typisch rot bezeichnen würde, sind folgende: Expelliarmus, der Gegenstände aus der Hand des Gegners schleudert, Stupor, der das Ziel betäubt und bewusstlos macht, Incendio, der einen Flammenstrahl heraufbeschwört, und natürlich das Dämonsfeuer, aber das Dämonsfeuer ist hierbei jedoch die offensichtliche Ausnahme, da es sich tatsächlich um einen ziemlich dunklen Zauberspruch handelt. Ein klassisches Beispiel für einen weißen Zauberspruch ist der Patronus-Zauber, der strahlend weiß erscheint und Hoffnung, Reinheit und Positivität symbolisiert. Er steht gewissermaßen im Kontrast zu Zaubersprüchen, die die Dunkelheit repräsentieren. Dies erklärt auch, warum er Dementoren so effektiv abwehrt, da er genau das verkörpert, was ihnen fehlt. Seine Macht liegt darin, Dunkelheit und düstere Wesen zu vertreiben, ohne dabei unter den meisten Umständen zerstörerisch zu sein. Er wird in der Regel nicht offensiv eingesetzt, sondern dient dazu, Dunkelheit und unheilvolle Kräfte abzuwehren. Ich betrachte Rot und Grün als so etwas wie die Hauptfarben der Zaubersprüche im Harry Potter-Universum, wobei alle anderen Zauberfarben auf gewisse Weise um sie herum angeordnet sind.
Grün und Rot haben fast eine Art Yin- und Yang-Beziehung, in der sie beide Macht besitzen, aber sehr unterschiedliche Aspekte repräsentieren. Andere Farben mögen zwar gemeinsame Merkmale aufweisen, wie etwa die Verbindung zu den Elementen, aber obwohl es mächtige Zaubersprüche gibt, die diese Farben verwenden, scheinen sie weniger stark mit einer bestimmten unterliegenden Bedeutung verknüpft zu sein. Nicht so wie Rot und Grün, die sehr stark in bestimmte Richtungen gehen. Einige Beispiele für blaue Zaubersprüche sind folgende: Reductio, ein Fluch, der feste Gegenstände in Stücke sprengen kann. Aquamenti, der ein Strahl sauberes, trinkbares Wasser herbeizaubert. Immobilus, der das Ziel bewegungsunfähig macht und seine Aktionen stoppt. Wie ersichtlich ist, sind diese Zaubersprüche nicht so eng miteinander verbunden wie beispielsweise eine Gruppe von roten und grünen Zaubersprüchen. Dasselbe trifft auf alle anderen Farben von Zaubern zu, bei denen die Beziehung zwischen verschiedenen Zaubern, die dieselbe Farbe verwenden, weniger deutlich ist. Das klingt alles ganz gut, nicht wahr? Jetzt wollen wir uns die Ausnahmen von diesen allgemeinen Regeln ansehen, die ich versucht habe, sozusagen zu etablieren. Hier beginnt es ein wenig komplizierter zu werden. Als Beweisstück A dient der Zauberspruch Sectum Sempra. Sectum Sempra ist ein äußerst bösartiger Angriffszauber, der dem Ziel Schnitte und Risse zufügt. Severus Snape hat diesen Zauberspruch entwickelt, um ihn gegen seine Feinde einzusetzen. Die Beschreibung könnte darauf hindeuten, dass er in dieselbe Kategorie wie Avada Kedavra fällt, da sein allgemeines Ziel darin besteht, Schmerzen und Leiden zu verursachen. Also sollte er doch eigentlich grün sein, oder? Allerdings ist Sectum Sempra tatsächlich weiß. Beweisstück B ist Crucio. Crucio ist einer der düstersten Flüche und wird verwendet, um dem Opfer intensive und unerträgliche Schmerzen zuzufügen. Auch dies könnte darauf hindeuten, dass er in die Kategorie der grünen Zaubersprüche fällt. Aber das ist nicht der Fall. Er ist tatsächlich rot. An dieser Stelle werde ich ein wenig abstrakter in meiner Betrachtung. Ich glaube, dass die Standards für die Farben der Zaubersprüche möglicherweise etwas verzerrt sind. Meiner Ansicht nach kann die Farbe eines Zaubers stark von der Absicht des Zaubernden beeinflusst werden und wird nicht ausschließlich durch den Zauberspruch selbst festgelegt. Dies verwischt die Grenzen etwas und grundsätzlich möchte ich damit sagen, dass die Beziehung zwischen einem Zauberspruch und seiner Farbe fließender ist, als wir ursprünglich angenommen haben. Ich denke, wir müssen berücksichtigen, dass die Farbe eines Zauberspruchs davon beeinflusst werden kann, wie er verwendet wird und von wem er angewendet wird. In den meisten Fällen, in denen Avada Kedavra eingesetzt wird, manifestiert er sich als ein grüner Lichtstrahl. Es ist unbestreitbar, dass es sich in den meisten Fällen um einen grünen Zauber handelt, da der Zauber von Natur aus dunkel ist. Allerdings gibt es eine bemerkenswerte Ausnahme, als Severus Snape Albus Dumbledore im Halbblutprinzen tötet und dabei tatsächlich auch Avada Kedavra verwendet. In dieser Szene erzeugt der Lichtstrahl, den Snape erzeugt, einen eindeutig blauen Farbton anstelle von dem gewohnten Grünton. Dies könnte möglicherweise auf die künstlerische Wahl der Filmemacher zurückzuführen sein, aber es sieht definitiv bläulich aus. Die Theorie, die ich dazu online gefunden habe, besagt, dass je voller die Farbe ist, desto stärker ähnelt sie den Werten, die sie in ihrer reinsten Form repräsentieren soll. Mit anderen Worten, je reiner das Grün, desto düsterer und je reiner das Rot, desto mächtiger. Wenn ein typisch grüner Zauberspruch wie Avada Kedavra ohne die Absicht angewendet wird, die seiner ursprünglichen Natur entspricht, wird er in einer anderen Farbe erscheinen. Snape zögert eindeutig, als er Dumbledore tötete, und sein wahrer Gefühlszustand spiegelte sich in der Farbe des Zaubers wider, den er erzeugte. Dass Snape nicht wirklich den Wunsch hatte, Dumbledore zu töten, manifestierte sich sein Zögern in der Farbe des Zauberspruchs und er wurde bläulich. Natürlich existieren neben Rot, Grün, Blau und Weiß auch noch andere Zauberspruchfarben. Ich habe nur diese genannt, da sie anscheinend am weitesten verbreitet sind. Ein interessantes Beispiel für einen violetten Zauberspruch stammt von Antonin Dolohoff, der in der Lage zu sein scheint, einen beleidigenden Fluch in einem violetten Farbton zu wirken. Es erscheint sinnvoll, dass Dolohoffs Fluch violett ist, da Violett ähnlich wie bestimmte Grüntöne bestimmte Eigenschaften andeuten können, wie etwa Hinterhältigkeit oder gelegentlich sogar Giftigkeit. An dieser Stelle schließe ich das Video ab, da es so viele verschiedene Perspektiven gibt, aus denen man dieses Thema betrachten kann. Selbst wenn scheinbar eine Beziehung zwischen Zauberfarbe und Zauberspruch gefunden wurde, taucht immer wieder eine Ausnahme von der Regel auf, was dieses Thema ziemlich komplex und schwer zu diskutieren macht. Aber was haltet ihr davon? Teilt mir gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren mit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.